Herzlich willkommen zu meiner Show, der Total Connector. Es geht um total Bitcoin, totale Dezentralisierung, totale Freiheit. Es geht um das härteste und knappeste Geld, das jemals in der Menschheitsgeschichte kreiert wurde. Das ist Bitcoin und heute ist mein ganz spezieller Gast Pascal Hügli. Pascal Hügli ist aus der Schweiz. Pascal, herzlichen vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Hallo. Ja, danke, Kevin, dass ich hier sein darf. Das ist ganz cool. Ja, sehr gut. Pascal, schau, ich werde dich mal kurz mit, also so was ich so über dich weiß, aus meiner Perspektive dich ein bisschen vorstellen. Ansonsten würde ich gern, hätte ich gern, dass du ein bisschen über dich erzählst, deinen Werdegang, die Frage, warum überhaupt du auch zum unter anderem natürlich zum Thema Bitcoin und vielleicht sogar monetär-ökonomische Prinzipien kommst, was dein Verständnis ist und so weiter. Also du scheinst wirklich auch, wie man so wienerisch oder in Österreich sagt, ein bunter Hund zu sein, so auch ich selbst. Du bist ja Autor, Schriftsteller, Blogger, Moderator und hast übrigens auch schon ein tolles Buch auch publiziert mit dem Namen Ignorieren auf eigene Gefahr, die neue dezentrale Welt von Bitcoin und Blockchain. Pascal, bitte, kannst du dich mal kurz vorstellen und ein bisschen so ein bisschen deinen Pfad, deinen Weg bis hierher ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären. Danke. Ja, klar. Ja, eben wie gesagt, du hast einiges jetzt schon genannt. Also eben, ich bin Journalist, eigentlich Berufes wegen, bin da auch nach der Universität dann da reingerutscht, aber sehe den Journalisten mehr so als Titel eben, wie du auch gesagt hast, ich bin da vielseitig interessiert, versuche auch ziemlich eben mich möglichst nicht zu verschließen, um einfach immer wieder Neues dazuzulernen. Und diese Titel und all diese Sachen, die sind dann teils einfach so, weil sie von anderen Leuten von außen her ein bisschen nachgefragt werden und dann hat man es halt einfach eben so auf der persönlichen Webseite oder so. Aber mir selber bedeuten diese Sachen eigentlich nicht so viel. Eben ich bin viel mehr wirklich an der Sache interessiert, einfach am Erkenntnisdrang und an der Erkenntnissuche. Und das war dann auch so, dass ich schon ziemlich früh, also ganz früher habe ich wirklich gar nicht gelesen, war wir immer nur Sport betreiben, habe sonst mit Kollegen abgemacht, bis ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht mal, wann das war, irgendwie ein Buch doch gelesen habe und das hat mich dann gleich gepackt. Ich muss ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, welches Buch es war. Es war wahrscheinlich sogar eine Lektüre, die Weltwoche, das kennt man hier in der Schweiz, vielleicht auch über die Schweiz hinaus, Roger Köppel, der Journalist, das hat mich dann irgendwo durchbegeistert und von dorthin habe ich begonnen zu lesen und habe dann eben später auch an der Universität zu studieren begonnen, Wirtschaft und politische Ökonomie und hatte einfach schon immer diesen Erkenntnisdrang, immer wieder neue Dinge zu lernen. Während der Uni bin ich dann auch in so ein Institut hereingerutscht, das nennt sich Liberales Institut. Habe dort als Übersetzer und einfach sonst Eventmanager ein bisschen mitgeholfen, die Events zu organisieren. Kam da immer wieder in Kontakt mit liberalen Denkern, mit Ökonomen, die ich wirklich deren Ideen und Überlegungen dann auch aufgesaugt habe. Ja, und dann ging das halt einfach immer so weiter und dann bin ich so ein bisschen mal die ganze Palette durchgegangen, philosophisch habe ich mich eben mit dem Anarchokapitalismus, mit dem Libertarismus, mit all diesen unterschiedlichen Sachen wirklich auseinandergesetzt und fand das einfach unheimlich spannend, weil, und da können wir dann später dazu sicher noch was sagen, ich diese Art von Ideen und Überlegungen halt einfach an der Uni nie wirklich gefunden habe. Ich habe eben auch politische Philosophie studiert. Da wurde vielleicht mal in einem Nebensatz Friedrich August von Hayek erwähnt, weil er halt irgendwie zu dieser Chicago-Schule mit Pinochet in Chile und mit Milton Friedman mal assoziiert war. Aber das war dann auch schon alles. Und das fand ich dann schon schade eben und deswegen habe ich dann begonnen, während der Uni den Lauf, die universitäre Laufbahn ein bisschen zu forcieren, habe mich da in alles reingelesen, aber eben simultan nebenbei dann auch in diese ganz neuen Themen und Welten und bin da wirklich ja in das Ganze reingerutscht, wie man so schön sagt und eben das war dann in erster Linie diese Austrian Economics, wo ich wirklich auch sehr viel wieder gefunden habe, das mir einfach logischer schien, viel, viel verständlicher als das, was ich an der Uni als solches gelernt habe und bin dann 2014 war ich in den USA am Mises Institut, Alabama. Das
Das ist sicher einigen von deinen Zuhörern und Zuschauern auch ein Begriff. Und dort habe ich dann auch das erste Mal von Bitcoin gehört. Ja, mehr auf einer wirklich theoretischen Ebene. Patrick Burns, ja, von, wie hieß seine Firma nochmal? Oder wie heißt sie immer noch? Seine Möbelfirma, wo er die Sachen verkauft. Also einfach Patrick Burns war sein Name. Er war da per Skype zugeschaltet und hat zu uns geredet, hat über Bitcoin erzählt und was das Revolutionäres sei. Ich habe dann mal erst eben wie viele andere auch so ein bisschen, okay, ja, erzähl du nur, ich will über Austrian Economics was lernen, praktische Anwendungen. Ja, kann wahrscheinlich nicht so gut sein, weil es in der Praxis noch nie was wirklich Gutes irgendwie gegeben hat in diese Richtung. Und dann habe ich das erstmal links liegen gelassen, aber dann immer später oder immer wie mehr auf der theoretischen Ebene wurde ich habe mich immer wieder mit, damit konfrontiert. Da kam wieder ein Artikel, da hat wieder jemand davon erzählt. Und immer mehr habe ich dann gemerkt, doch, das ist wirklich was Reales. Und das sind eben diese Grundsätze teils auch wirklich dann in die reale Welt umgesetzt und bin so immer weiter in das Ganze hereingekommen. Also für mich war es schon eher, ich kam vom Austrian Background zu Bitcoin, nicht umgekehrt, weil das, wie das ja bei gewissen Leuten auch der Fall ist. Und ja, heute bin ich hier und immer noch sehr interessiert an all diesen Dingen und versuche tatsächlich ein Neues dazuzulernen. Ja, ich finde immer interessant, die, also den Weg, den man dort also zu Bitcoin, beziehungsweise von Bitcoin dann zu Austrian Economics findet oder überhaupt zum Wesen, zur Essenz des Geldes. Weil ich habe ja vor kurzem einen neuen Freund im Bitcoin Meetup in Wien kennengelernt, kommt aus Skandinavien, aus Dänemark. Und der ist über libertäre Prinzipien vertritt, ja, zum Thema Bitcoin gekommen, aber schon im Jahr 2011 oder 12 oder so. Also ganz früh. Ja. Und ich finde immer diese individuellen Geschichten immer hochinteressant. Und ich bin ganz gewöhnlich, also bin wirklich über die ganzen, wenn ich das so sagen darf, über die ganzen Shitcoins, Blockchain-Hype und diese ganzen Geschichten dann schlussendlich immer mehr in die Logik, in das Ethos, in die Essenz von Bitcoin gekommen und jetzt quasi, also ich nenne mich, ja, ich bezeichne mich jetzt als Bitcoin-Realisten und weil es für mich darin liegt für mich auch die Zukunft, die Vision und die Essenz und die Logik. Du kennst das Buch, The Bitcoin Standard, wie wir schon vorhin vor der Aufzeichnung gesprochen haben. Da gibt es auf The Bitcoin Standard von Safeda Namous mit dem Subtitel Die dezentralisierte Alternative zum Zentralbanking ist noch immer nicht auf Deutsch erhältlich, hoffentlich in den nächsten Wochen oder spätestens in ein paar Monaten. Ja, genau. Da gibt es genau, und im Zusammenhang mit Bitcoin, da möchte ich gleich in Medias Res gehen mit dir, zum Thema Bitcoin und Schweiz. Nein, Entschuldigung, zum Thema Goldstandard und Schweiz. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Okay, das ist einmal auf Seite 37 und einmal auf Seite 90. Mhm. Um es kurz zu machen, also ich möchte es auch nicht übersetzen jetzt, impromptu jetzt. Da steht auf Seite 90 zum Beispiel nur Schweiz, die offiziell auf dem Goldstandard geblieben sind bis zum Jahr 1934 und weiterhin quasi mit dem Goldstandard auch gearbeitet haben, um eben ihre Währung mit den großen Reserven von Gold bis zu den frühen 1990er Jahren quasi dem Ganzen ein Rückgrat zu geben, also die Deckung zu geben, hat es weiterhin in der Schweiz eine hohe Sparrate gegeben, ja, Sparquote und war die Schweiz als eine der letzten Bastionen der niedrigen Zeitpräferenz der westlichen Zivilisation mit ihren Sparraten oder Ratio in einer höheren Menge quasi, im Vergleich zu jedem anderen westlichen ökonomischen Land, das sozusagen das immer weiter gesunken ist in die negative Sparrate, in einigen Fällen sogar. Und ich meine, Schweiz ist an sich ja als ein Land bekannt, das, sage ich mal, vielleicht auch aufgrund der Größe oder der Organisation, vielleicht auch aufgrund der Dezentralisierung, mir erscheint es ein sehr ordentliches, sag ich mal, sehr logisches, ethisches Geldhaushalt irgendwie hat.
Weißt du, was ich mit meine? Also irgendwie geht es den Schweizern, habe ich das Gefühl, im Vergleich zu anderen Ländern oder Menschen in Europa relativ gut, trotz der hohen Lebenshaltungskosten natürlich, aber dementsprechend verdienen die auch mehr. Magst du ein bisschen Stellung nehmen zum Thema Goldstandard, Geld, Wert des Geldes und Inflation, Deflation? Ja, klar. Also eben in Bezug auf die Schweiz ist das sicher sehr spannend, wie du jetzt auch das ausgeführt hast. Es ist ja wirklich tatsächlich so, dass wir das auch noch bis vor kurzem eben 90er Jahre, wenn mir recht ist, und dann vielleicht, ich weiß jetzt nicht mehr das genaue Datum, aber da hatten wir das sogar noch in unserer Verfassung verankert, dass so und so viel Prozent eigentlich irgendwie durch Gold gedeckt sein sollen, oder? Also auch die Zentralbank hat noch so und so viele Reserven in Form von Gold zu halten, um eben den Schweizer Franken zu decken. Und ich glaube, das war immer schon ein Signal, das die Schweiz da ausgesendet hat, ja, an alle anderen Länder, dass wir einfach daran interessiert sind, eine sehr starke oder eben harte Währung zu haben, wie man das ja häufig so ein bisschen im Volksmund auch sagt. Und eben deswegen, glaube ich, kommt es nicht von ungefähr, dass schon mal der Schweizer Franken und dann die Schweiz an und für sich im Umfeld, im weiteren Umfeld mit Nachbarstaaten und in der ganzen Welt als wirklich als Bastion angesehen wird. Und dieser Schweizer Franken, der zehrt ja noch heute von diesem ganzen Renommee, dass er sich da aufgebaut hat. Weil mittlerweile ist auch der Schweizer Franken nicht mehr gedeckt. Ich würde argumentieren, dass die Schweizer Zentralbank beispielsweise halt im internationalen Inflationsflug da richtig gehend mitgerissen worden ist und deswegen auch sehr stark hat intervenieren müssen, um den Schweizer Franken eben auch abzuschwächen, weil der sonst immer noch stärker und noch stärker geworden wäre. Und dann könnte man heute argumentieren, ist uns diese Hartgeldgeschichte in der Schweiz sogar ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil alle halt in die Schweiz flüchten wollen. Ich würde sagen, ja, nein, ist nach wie vor eben so, dass das nicht positiv ist, solange man diese Hartgeldwährung hat. Und das sind so diese Punkte, wo wir sicher sehen, dass dieser Goldstandard, dass das nicht von ungefähr kommt, dass man das dazu mal gehabt hat und die Schweiz so lange wie möglich versucht hat, an diesem ganzen Ding auch dran zu bleiben und diesen in der Verfassung beispielsweise sogar die Verankerung nicht aufgeben wollte. Ja, also von dem her, das glaube ich, ist sicher spannend. Eben wenn wir die Schweiz sonst heute ein bisschen betrachten, eben, das habe ich schon gesagt, dann glaube ich, ist sie vielen Ländern einfach noch ein bisschen hinterher, aber der Trend ist wahrscheinlich längerfristig schon auch in die, ich sage jetzt mal, immer stärkere Inflationierung, immer stärkere Geldverschlechterungen. Ich meine, bei den Negativzinsen ist die Schweiz dann wieder eines der wo schlechtesten Länder, wenn man so will, im Zusammenhang mit Japan, wo wir ja auch eben die Zentralbank, die auch wieder interveniert, da Einlagenzinsen festgelegt hat. Und das ist natürlich schon auch eine Entwicklung, wo ich mit sehr großer Besorgnis ansehe. Und eben dann habe ich so das Gefühl, die Schweiz, die Problematik, die ich sehe, dass wir als Einäugiger unter den Blinden das Gefühl haben, wir stünden noch so viel besser da, aber dass die Gefahr dann längerfristig ist, dass wir dann auf diesem einen Auge auch noch erblinden und dann ist das dann natürlich längerfristig überhaupt nicht gut. Also von dem her, da bin ich nicht sicher, wie gut die Schweiz da noch wirklich aufgestellt ist, weil sie eben auch mitgerissen wird. Aber neben, was sehr verdient in diesem Buch über die Schweiz als solches schreibt, ich glaube, da gibt es ganz klar eine gewisse Korrelation und vielleicht sogar Kausalität, die nicht zu leugnen ist, dass wenn du einen Goldstandard hast, dass wenn du starkes Geld hast, das natürlich auch Produktivitätsgewinne mit sich bringt, das Wachstum alles andere als lähmt, das haben wir immer wieder in der Geschichte gesehen und wenn das natürlich der Fall ist, kannst du auch ansparen hast auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte überhaupt erst ansparen, weil mein Geld, das ist ja hart, das bleibt ja bestehen, im Gegensatz zu heute, wo das einem so in den Finger zerrinnt immer mehr und man das Gefühl hat, okay, also wenn ich noch Banknoten horte, dann bin ich doof, also weil dann habe ich real gesehen einfach weniger und deswegen stößt dann jeder in die Aktienmärkte und Anleihenmärkte vor und wir haben diese großen Blasen, die sich daraus entwickeln und das ist halt schon auch, also da sehe ich sicher eine Korrelation, die stark ist und die leider so heute nicht mehr wirklich gilt. Und das ist leider ja mit diesem Aufgeben des Goldstandards sicher, der sicher auch nicht perfekt war, auch für die Schweiz nicht, für andere Länder nicht, aber das war sicher in dieser Beziehung sehr vorteilhaft.
Ja, also. Und was ja interessant ist, Pascal, ist, dass ja, wie ich auch in dem Buch, also das wusste ich ja alles vorher nicht, Alex, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, eigentlich, das ist ja auch alles kein Zufall, in dem sozusagen katastrophalen Jahr 1914, Erster Weltkrieg, war ja schon quasi die Entkopplung von Gold. Nur zwei Länder steht da auf Seite 37, nämlich Schweiz und Schweden, die neutral geblieben sind während des Ersten Weltkriegs, sind auf einem Goldstandard bis zu den 1930er Jahren geblieben. Also einfach, ich finde es immer so faszinierend, dass das Schweiz scheinbar, wenn auch so ein kleines Ländchen irgendwie, aber sowas von irgendwie nachhaltig oder in die Zukunft irgendwie auch blickend, verstehend, ja, einfach der Eigenverantwortung vielleicht auch wegen. Ja, also eben, das fasziniert mich auch an der Schweiz und da bin ich auch unglaublich dankbar, ein Schweizer sein zu dürfen, hier aufgewachsen sein zu dürfen und das einfach irgendwie halt hautnah nach wie vor mitzuerleben und eben auch dann natürlich in die Quellen gehen zu können, Schweizer Historiker zu lesen, die wirklich da auch in der Inbrunst und mit so einer großen ja, Hingabe da über diese Sachen berichtet haben. Und wenn du das jetzt gerade so noch erwähnst, Schweiz und Schweden, eben, das waren ja seit jeher immer Länder, die ja wirklich neutral waren. Und da hatte ich letztens auch noch eine sehr spannende Anekdote dazu gelesen oder einfach ein bisschen gehört und mir das ein bisschen so ausgedacht, auch im Zusammenhang mit der ganzen Bitcoin-Toxicity, die wir immer wieder im Internet hören. Oh, die Bitcoiner sind so toxisch und die sind so schlimm und so belleristisch und martialisch und mit denen kann man überhaupt nicht gut Kirschen essen und all diese Dinge. Für die Schweiz war das, die Schweiz war wahrscheinlich im 15., 16. Jahrhundert oder noch vorhin, war sie ja eines der Länder, wo die meisten Söldner ins Ausland exportiert hat. Also die Schweiz war eigentlich bekannt dafür, ein sehr martialisches Land zu sein, im Sinne von, dass sie einfach Söldner hatte, die hatten überhaupt keine Angst und die gingen da in den Krieg für fremde Länder. Also das war ein richtig toxischer Geist. Und ich glaube, dass dieser erste Zustand, dass die Schweizer da so eben alles andere als neutral waren, ihnen eigentlich so ein bisschen geholfen hat, dieses Renommee, diesen Ruf wieder aufzubauen von einer widerstandsfähigen Bevölkerung, von einer Bevölkerung, die auch weiß, was sie will. Und deswegen erst später, dank diesem martialischen, diesem söldnerischen Wesen, konnten sie sich diese Neutralität überhaupt erarbeiten und verdienen, weil sonst hätte man das wahrscheinlich gar nicht wirklich ernst genommen. Und das ist so ein bisschen das Paradoxe an dem Ganzen, wo ich heute auch sagen muss, ich finde es ja eigentlich sogar gut, dass die Bitcoiner wissen, für was sie stehen, dass sie eben toxisch auf Sachen reagieren, die ihnen einfach nicht passen, weil heute eben, das wird ihnen wahrscheinlich längerfristig dann auch wirklich einen guten Ruf oder ich sage jetzt mal eben einfach diesen Ruf des Widerspenstigen, des Standhaften, des Soliden wird das ihnen bescheren. Und ich glaube, für den Social Layer, der ja auch bei Bitcoin wichtig ist, Social Protocol Layer, wo die Community reinspielt, ist das sicher längerfristig sehr wichtig. Und das fand ich auch noch so eine spannende Anekdote zwischen der Geschichte Schweiz und dem heutigen Bitcoin-Umfeld, so wie ich es wahrnehme. Ja, also da ist eben auch wieder Positives daraus abzuleiten, obwohl man auf den ersten Blick denken würde, das kann nicht gut kommen, die werden sich verstreiten, die sind immer nur im Krieg mit allen. Ja, eben, die Schweizer waren auch mal so vielleicht als Söldner und haben es doch zu was gebracht, wenn man so will. Also, Ja, absolut, ja. ja. Pascal, was ist Bitcoin für dich? Und ich meine das nicht jetzt also technologisch oder nicht einmal wirklich jetzt monetär, ökonomisch, aber was verkörpert das für dich? Was ist die Essenz von Bitcoin für dich? Ja, eben, ich würde sagen, im Endeffekt ist es für mich eine längst überfällige Alternative oder eine Alternative, die wir einfach unbedingt brauchen. Ob man das jetzt einfach ganz wertneutral betrachtet, nicht mal irgendwie einfach als etwas, das alles im alten System schlecht ist, dass bei Bitcoin alles perfekt ist, aber dass ich einfach so eben vielleicht auch aus der Austrian-Haltung ein bisschen heraus mir sagen muss, wir als Menschen, wir leben in einer Welt, in der wir mit Unsicherheit und Ungewissheit nonstop konfrontiert sind. Heute natürlich die ganzen Institutionen und der Wohlstand und all diese Dinge haben uns das ein Stück weit abgenommen und wir nehmen das gar nicht mehr so wahr. Aber eigentlich sind wir wirklich immer noch fundamental in so einer Welt, wo wir nicht wissen, was morgen kommt. Und wenn man das hat und man weiß, man ist sich dem bewusst,
dann finde ich, ist es nur zu begrüßen, dass wir eben eine Alternative haben, die sich meiner Meinung nach immer wie mehr abzeichnet, dass es die wirklich braucht. Und darin sehe ich eben Bitcoin und finde es insofern auch spannend, dass eben die Bitcoiner wieder darauf pochen, hey, wir wollen diese echte Alternative sein, wir wollen uns nicht die andere Kryptos irgendwie waschen lassen oder verwässern lassen, weil ja, man könnte den Bitcoin vielleicht schneller machen, man könnte ihn schneller Akzeptanz bescheren, all diese Dinge, aber dann würde man sich dem alten System einfach wieder angleichen und der Wert der echten Alternative ginge so einfach wieder verloren. Und deswegen finde ich es eben schon extrem wichtig, dass man auf das immer hinweist. Bitcoin ist eine, man könnte es auch Antithese zum heutigen System nennen. Das klingt dann ein bisschen irgendwie eben so, ja, Antichrist, böse, aber ist es ja überhaupt nicht, sondern es ist einfach für mich das Gegenteil, wertneutral betrachtet, von etwas, wo ich eben heute auch positive Sachen abgewinnen kann, aber wie länger, wie mehr, immer mehr Fragezeichen habe und deswegen wirklich über alles interessiert bin, mehr von diesem Bitcoin zu lernen und diesen auch real versuche zu verwenden in meinem Alltagsleben, weil ich einfach denke, das ist die Alternative, wo wir Menschen uns schon seit geraumer Zeit darauf gewartet haben und die ist heute hier mit Bitcoin. Also ist es für mich einfach eine echte Alternative zu unserem System, unserem Geld, unserer Gesellschaft, die wir sie heute haben. Weil sie in so vielen Aspekten eben auch anders ist. Eben die Community ist wieder anders, das Wissen, die Leute, das ist alles so, da treffen teils Welten aufeinander, wo ich auch sagen muss, die können teils gar nicht miteinander interagieren, was ich einfach irgendwo durch manchmal auch schade finde, weil der hat wieder was, wo man davon lernen kann. Die Bitcoiner haben auch ihre Fehler, können vielleicht von da wieder was lernen. Und das scheint mir manchmal so ein bisschen, würde jetzt meine Aussage von der Toxicity vorhin ein bisschen widersprechen, dass man, ich bin der BM, es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber auch da einfach Bitcoin als Alternative, ja, vom System. Was die sogenannte Bitcoin-Toxizität oder wie wir es ja auf Deutsch jetzt, es hat schon einen Grund, es hat schon einen Sinn, wie gesagt, wenn es um die wirklich fundamentalsten Prinzipien und das, wie der Andreas Antonopoulos immer sagt, um die Architektur quasi, ne, um das offene, freie, dezentralisierte, zensurresistente, unpolitische, was noch, also all diese Eigenschaften, die dieses Netzwerk oder die Netzwerkeffekte des Bitcoins ausmachen, die Qualität eines guten Geldes oder die Eigenschaften eines guten Geldes ausmachen. Und die Freiheit schlussendlich. Und was ich vorhin sagen wollte, mir kommt so vor, und das wird immer von anderen bestätigt, auch aus meiner Lebenserfahrung, ich habe das Gefühl, Menschen, die jetzt noch nicht wirklich so indoktriniert worden sind mit diesem ganzen moderne monetäre Theorien oder Keynesianismus, die sind schwerer, sage ich mal, zu einem Verstehensprozess zu bringen als Menschen, einfache Menschen, die noch nicht so durch die Gehirnwäsche gegangen sind, sei es in der Schule, Mainstream-Medien, Universität, ob das jetzt Studenten oder Professoren sind, und je mehr Titel angehängt sind, desto enger wird dieser Tunnel, glaube ich. Hast du das Gefühl, dass es da mehr Menschen auch, vor allem auch in der Schweiz gibt, die die Essenz, das Fundament, die Architektur von Bitcoin und die Frage, warum Bitcoin, verstehen? Ja, schwierige Frage. Man müsste es meinen. Ich habe auch schon einen Artikel dazu geschrieben, dass ja eigentlich eben das Wesen Bitcoin, wenn in der Schweiz häufig auch so ein bisschen, eben wenn man wieder mit dem einfachen Menschen, das tötet ein bisschen despektierlich, ist es natürlich überhaupt nicht so gemeint, aber wenn man mit den Menschen auf der Straße redet, dann wird Bitcoin teilweise auch so ein bisschen als das Schweiz der Kryptowährung oder der Kryptoassets beschrieben, weil eben da hat man der Vergleichspunkt, dass die Schweiz sei ja auch dezentral und da keine, der da herrscht und dann wird das als Vergleich noch gerne bemüht, finde ihn eigentlich nicht so passend, weil Bitcoin ist für mich eben auch nicht dezentral, sondern eben nonzentral und das scheint mir eine Unterscheidung noch wichtig zu sein, weil dezentral setzt meiner Meinung nach immer noch eine Zentrale voraus. Also es ist zwar dezentral, aber du hast noch eben im Falle des Schweizer Staates, du hast noch Bundesbern und wenn es hart auf hart kommt, kann Bundesbern beschließen, kann
Erlasse auch erlassen und solche Dinge. Und dann sieht man, da gibt es noch eine Zentrale und die gibt es bei Bitcoin meiner Meinung nach einfach nicht. Die gibt es nicht. Und deswegen ist eben nicht dezentral, sondern non-zentral und macht das System dann noch stärker. Aber eben, also wenn du jetzt das so sagst, dann könnte man schon meinen, dass in der Schweiz viele Leute eben diese Affinität zu Bitcoin haben könnten, weil sie es aus der kulturellen, ich sag jetzt mal, dem Upbringing und einfach wie sie da verwurzelt sind, das nachvollziehen können. Ich glaube eben, weil Bitcoin noch weitergeht, haben sie dann doch wieder ihre Mühe. Dann sind sie bei anderen Kryptowährungen, wo sie sagen, ja, da gibt es Delegated Proof of Stake, da gibt es eine gewisse Dezentralisierung, das ist ja gut, aber wir brauchen dann eben doch noch die Regulierung, wir brauchen doch noch all diese Dinge, um das irgendwie ein bisschen abzuschwächen, weil wenn das dann total in die non-zentrale Ecke abgedrängt wird, dann ist es eben auch wieder nicht gut. Und da sind dann die Schweizer recht stark gefestigt, weil sie eben aus diesem dezentralen, föderalistischen rauskommen, wo aber der Staat noch eine Komponente spielt. Und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Schweizer so viel offener wären. Ich tendiere wahrscheinlich schon auch einfach in deine Richtung, dass je weniger man voreingenommen ist, je weniger man an der Uni irgendwie was studiert hat, desto eher kann man sich mit solchen neuen Sachen einfach anfreunden. Weil es ist halt schon so, da kommt eine Kryptowährung, eine Sache, die wurde von ein bisschen mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen und die stellt jetzt einfach mal Grundsätze in Frage. Also das sind dann alle deine Grundsätze, können von heute auf morgen eigentlich sozusagen einfach mal richtig arg über Bord geworfen werden. Oder Bitcoin greift die einfach in den Sinn fundamental an. Und das ist natürlich für Leute, wo, das sind wir natürlich alle irgendwo, die haben Weltbilder, die haben Weltanschauungen, wo man irgendwo sich daran festhält. Wenn die erschüttert werden, ist das natürlich erstmal schon noch stark. Eben. Und ich sage jetzt mal vielleicht, dass vor allem Leute, die von der Uni kommen, halt da tagtäglich auch mit solchen Sachen konfrontiert sind, wahrscheinlich stärker an solchen Weltbildern hängen als vielleicht ein Maurer oder sonst wer, der sich diese Gedanken nicht so macht und einfach in den Tag hineinlebt und dann davon hört und dann viel eher nachvollziehen kann, hey cool, das ist eine Alternative. Ja, das ist sicher etwas, weil das war eben etwas, was ich an der Uni schon sehr stark überhaupt nicht miss- und wahrgenommen habe. Einfach Leute, die ja eben diese Theorien einfach wirklich klar für bare Münzen nehmen, das Gefühl haben, das ist jetzt das einzig Wahre, da habe ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen, wenn ich diese und diese Theorien gelernt habe, und nicht verstehen, dass es neben dieser einen ökonomischen Theorie oder Denkschule noch 4, 5, 6, x andere Theorien und Denkschulen gibt, die eben genauso ihre Glaubwürdigkeit und Gültigkeit anmelden können. Und das fand ich dann teils schon spannend, wie wenn man mit etwas anderem kam. Eben in meiner Zeit während der Uni war ich noch nicht so mit Bitcoin dran. Da war es wirklich mehr Austrian, mehr theoretisches Austrian-Denken. Und als ich da Professoren damit konfrontiert habe, die einfach gesagt haben, du, Ludwig von Mises, noch nie gehört. Und das war ein Ökonomieprofessor an der Uni Zürich. Musste ich sagen, okay, das kann es doch irgendwo durch nicht sein, oder? Und einfach diese Feststellung mit diesen Professoren, die ganz im Gegenteil zu den Austrian, die sagen, hey, ich möchte möglichst viel interdisziplinär, nicht nur auf Wirtschaft fokussieren. Das ist dann das berühmte Hayek-Zitat, wo er sagt, ein schlechter Ökonom ist einer, der nur Ökonom ist. Das geht einfach nicht auf. Und dann eben hatte ich schon das Gefühl, dass du an der Uni hattest du Professoren, die wissen immer mehr über immer weniger, bis sie schließlich alles über gar nichts mehr wissen. Und das war teilweise dann wirklich so abturnend, könnte man schon sagen, und hat mich dann eben auch in diese Arme von Bitcoin und so getrieben. Und ich glaube, Studenten, die noch irgendwo durch offen sind, die vielleicht auch von der Familie her sonst irgendwie in eine kleine andere kulturelle Nuance mit auf den Weg bekommen haben, finden diesen Weg oder können diesen Weg nach wie vor zu Bitcoin finden. Ich glaube, es ist nicht so deterministisch, dass wenn du an der Uni warst, kannst du Bitcoin einfach per se nicht gut finden, aber es ist sicher, es braucht mehr Work, eben es ist auch was, wo man sich nicht von heute auf morgen einlesen kann und man hat alles verstanden. Es ist ein Lebensprozess wie mit allem und deswegen, aber der Weg ist schon offen, denke ich. Wenn es eben auch solche Sachen wie du, wo du Leute einlädst, wo wirklich die Sachen versucht, auf den Grund zu gehen, wenn es solche Sachen gibt, wo die Leute dann sich annähern können und ja, eben Erkenntnis erhalten, dann glaube ich, ist das sicher auch für solche Leute gut möglich.
Pascal, weißt du, was ich faszinierend finde, ist ja, ich habe keine demografische Statistik, aber mein Eindruck oder was ich so gehört habe, ist, dass in der Schweiz sehr viele Menschen durch alle demografischen Schichten offen sind für Bitcoin. Oder zumindest jetzt ganz generell diese ganze Krypto, ja, also Szene. Also kannst du das bestätigen? Gibt es viele Menschen oder immer mehr Menschen, die sich dem öffnen, egal aus welcher Schicht jetzt kommen oder hodeln, halten, Bitcoin kaufen? Ja, es ist wahrscheinlich auch wieder schwierig, hier irgendwie ein abschließendes Urteil zu machen, da ich wahrscheinlich selber teilweise auch ein bisschen in der Bubble bin und deswegen sage, ja, würde ich es wahrscheinlich bejahen, dass ich eben auch aus diesen libertären Kreisen heraus wirklich auch ältere Leute, die teils früher vielleicht noch ein bisschen skeptischer waren, eben auch noch diese Bewegung mitbringen und sagen, hey, oder diese Bereitschaft mitbringen, auch zu sagen, hey, ich gucke mir die Sache nochmal an und das kann ja wirklich was werden. Ich würde sagen, man kann es wahrscheinlich wirklich nicht so verallgemeinern, weil ich habe ältere Leute, mit denen ich diskutiere, da tut sich was. Mit meinem Großvater, der nach wie vor interessiert ist an Märkten, den habe ich jetzt schon 100 Mal. Ich habe ihm auch mein Buch jetzt gegeben und mal schauen, was jetzt passiert. Aber der ist bis jetzt einfach immer noch, das geht nicht. Also eben, das ist diese Welt und das ist einfach für sie auch eben nur schon dann häufig nicht der Bitcoin selber, schon nur das Digitale, dass die schon mal ein bisschen abschreckt und dann kommen diese anderen Aspekte noch alle dazu. Also ja, Abgesehen von der nicht vorhandenen Nutzerfreundlichkeit. Also da ist noch kein, also ja, eben, User Interface oder da was kommen ist. diese Dinge dann alle noch dazu. Aber eben, ich glaube, es gibt eben es gibt mehrere Barrieren. Das ist zum einen schon mal das Digitale, das viele schon abschreckt, weil viele eben immer noch lieber Schweizer Franken haben. Weil eben in der Schweiz ist wieder so, wenn ich in Venezuela oder sonst wo bin, wo die Papierstücke wirklich weniger wert haben als Toilettenpapier, dann ist klar, dass man wahrscheinlich viel an den Bitcoin gegenüber ist. Ja, der Schweizer Franken gilt nach wie vor als Hochburg unter den Währungen, als Zufluchtsort. Da sagt mir einer, nee, ich habe lieber einen Schweizer Banknoten in der Hand als ein Bitcoin irgendwo auf dem Wallet. Und eben dann kommt doch mal die ganze weltanschauliche Sache dazu, wo auch wieder viele Leute ablehnen und sagen, oh, ich bin zu radikal. Und dann die Benutzerfreundlichkeit und all diese Dinge. Also es gibt schon noch einige Hürden, die. Und ich glaube auch, dass man die eben, ich habe auch nicht den Anspruch, in der Schweiz irgendwie jetzt heute oder von heute auf morgen alle auf Bitcoin irgendwie davon zu überzeugen und zu sagen, hey Jungs, ihr müsst das als Alternative sehen. Eben, ich gehe einfach meistens hin, sage, Jungs, das ist eine Alternative, guckt ihr das mal an. Und dann komme ich meistens auch ein bisschen aus dem alten System heraus, dass ich nicht Bitcoin präsentiere, sondern ihnen ein bisschen aufzeige, hey, den Schweizer Franken, den ihr hier über alles lobt, das ist ein gutes Tool, ja, aber der hat auch seine Fehler, wahrscheinlich immer wie gravierendere Risiken. Und dann, eben, dann sehe ich mich weniger als Bitcoin Bull, sondern als Traditional Finance Bear. Also wo ich wirklich sagen muss, hey, das traditionelle Finanzsystem, so wie du das heute für bare Münze nimmst und das Gefühl hast, das ist alles so super, das ist es nicht. Willst du nicht mal noch eine Alternative, einfach rein aus Diversifikationsgründen heraus, dir mal anschauen? Und dann sind die Leute schon wieder ein bisschen anders. Wenn du eben ihnen aufzeigst, dass was sie glauben, ist letzten Endes auch nicht so sicher, ist auch nicht über alle Zweifel erhaben, dann könnte es schon sein, dass der eine oder andere mal, also so habe ich es erlebt, man sich sagt, okay, dann schaue ich mir das mal an. Und dann kommen andere Voten zurück, als wenn ich von Anfang an komme und einfach sage, guck, da ist was Neues, das ist das Beste der Welt. Und ja, also eben wahrscheinlich individuell für jede Person, wie er das handhabt, aber mir schien das noch ziemlich zu helfen in der Diskussion. Na, du hast es eigentlich eh dann, weil auf die Frage nämlich, warum ich das sage, ist, gewöhnlich ist es so, das weißt du, man braucht nur in die Länder gehen wie Venezuela, meine Türkei, Iran, Argentinien, wo Inflation, Hyperinflation, ja, also es ist das tägliche Geschäft dort. Dort ist der Schmerzpunkt schon erreicht. Ich glaube, die höhere Kunst liegt darin, so wie auch uns Menschen in Österreich, uns geht es ja relativ ganz gut, oder? Also ich meine, uns geht es ja gut. Es ist komfortabel, bequem und wir brauchen jetzt auch nicht mit Bitcoin unseren sprichwörtlichen Kaffee jetzt kaufen. Weil das ist immer so die Ausrede, was kann ich denn damit kaufen? Und es ist so volatil hin und her, obwohl die meisten Menschen einfach nicht verstehen, dass die Volatilität und Spekulation zur Preisformation, zur Preisbildung in dieser monetären Evolution nach 10,5 Jahren dazugehört. Ich glaube, dass die höhere Kunst darin liegt,
okay, wenn der Schmerzpunkt nicht da ist, aber die Zukunft, eben niedrige Zeitpräferenz in die Zukunft hinein, also zu verstehen, zu investieren, zu horten, ja, also das ist heutzutage Gott sei Dank keine Blasphemie mehr, glaube ich, mit Bitcoin. Zu sparen ist nichts Schlechtes. Es wurde uns immer eingetrichtert, ne? Wir sollen möglichst viel ausgeben, möglichst viel konsumieren. Und ich denke mal, das ist, glaube ich, die höhere Kunst, aufzuzeigen oder in diesen Verstehensprozess reinzugehen. Ja, es ist für die Zukunft. Also wir könnten gemeinsam, individuell als auch kollektiv, als Gesellschaftszivilisation eine viel, viel schönere Zivilisation haben, auf allen Ebenen. Also Ja. das ist für mich nur der Start, also der Startschuss für eine, wie der Hoppe, der Austrian Economist Hoppe gesagt hat, der Prozess der Zivilisation zu initiieren. Auf allen Gebieten. Wissenschaftlich, technologisch, sozial, spirituell meinetwegen. Wie Ja, steht ja. Ja, also eben das mit der Zukunft als solches, das ist ganz klar. Also das habe ich ja auch mit meinem Titel Ignorieren auf eigene Gefahr, ist genau das, was ich hier ausdrücken möchte, dass ich eben sagen muss, hier und jetzt, da spielt sich einiges ab, ja, das stimmt, aber der Mensch ist nicht nur auf hier und jetzt bezogen, sondern er hat auch die Möglichkeit, anders als vielleicht andere Tiere oder Spezies auf dieser Erde, hat er vielmehr die Möglichkeit, in die Zukunft denken zu können und die Zukunft abdiskutieren, bewerten zu können. Und dieses Privileg, auch als Menschen, müssen wir letzten Endes ausnutzen. Das wird durch unser heutiges System immer wie stärker verdrängt unterminiert, oder? Weil irgendwo durch hast du teilweise dann gar nicht mehr die Zeit, dich mit all diesen Sachen auseinanderzusetzen. Das ist ja auch häufig, was ich höre bei Bitcoin. Oh ja, klingt spannend, ich habe aber keine Zeit, ich bin im Hamsterrad dieser Geldentwertung, musste da täglich arbeiten und mich damit befassen und das, also mit der Arbeit und komme zu gar nichts anderem und dann habe ich schon gar keine Zeit für Bitcoin. Und da ist natürlich dann teilweise auch schade und dann auch umso schöner, wenn sich jemand die Muße rausnimmt und wirklich sagt, nee, ich trotze dem, es braucht diese Überwindung und eben diese vielleicht tiefere Zeitpräferenz und dieses in die Zeit, in die Zukunft hinaus projizieren. Und da glaube ich eben schon, wer das heute macht, der wird wahrscheinlich in Zukunft, das ist auch meine tiefe Überzeugung, ziemlich gut dastehen, weil er einfach eben wieder fast schon unternehmerisch könnte man sagen, weil letzten Endes sind wir irgendwo durch alles Unternehmen, vielleicht nicht im engeren Sinn, aber im größeren Sinn sicher, wo man sich eben, wo man merkt, da ist was im Gange und da beschäftige ich mich damit. Und deswegen finde ich das schon auch ein wichtiger Punkt, eben weil ich das Gefühl habe, wir sind hier schon an einer Weggabelung, wo auch irgendwie ganz gesellschaftlich eben ein ganz Neues auf uns zukommt und es umso besser ist, dass man wieder Alternativen hat, wo man sich potenziell damit absichern kann und ebenso das Industriezeitalter wir langsam vielleicht verlassen, in eine digitale Zeit rübergehen, wo auch wieder Umwälzungen, Wandel mit sich bringen wird und das ist schon sehr spannend und deswegen glaube ich, umso wichtiger, dass man das tut. Jetzt deine zweite Frage mit Hoppe, das habe ich jetzt gerade, kannst du das nochmal Ja, ausführen? das der Hoppe, ich glaube, der Safedan Amus hat den auch zitiert. Ich habe das Buch mal gelesen, irgendwie der die Demo, der, wie heißt Ja, das? Gott der Demokratie, ja, der keiner ist, wenn wir der keine reden. ist irgendwie sowas, Oder ja. einfach, ja. Und da gibt es halt eine Seite oder ein Kapitel, wo er über den Prozess der Zivilisation spricht. Ja. Ja, und man kann jetzt natürlich auch vieles hineininterpretieren und was, aber diesen Prozess der Zivilisation ist für mich so irgendwie, man braucht mal ein gesundes, so wie man ein Bo ich vergleiche das immer so, man kann nicht ein Haus auf einem radioaktiven, instabilen, toxischen Boden bauen. Man braucht einmal einen stabilen Boden, der gesund ist, der Ja, klar. nährstoffreich ist, also was auch immer, der einfach nicht toxisch ist und anders geht's nicht. Und man muss einmal das Fundament mal schaffen, bevor man überhaupt, und das ist, und dann kann man wirklich darauf alles aufbauen, alle möglichen Schichten und Layers oder Spinnennetze auf Ja, allen ja. Ebenen, ja. Ja, also da bin ich sicher bei dir oder insofern auch dann mit Hoppe, dass eben das Fundament muss natürlich schon mal sicher gut sein, weil wenn du eben auf sandigem Grund irgendwas zu bauen versuchst, das wissen wir auch schon aus der Bibel, gibt es ja auch diese Analogien, da kann längerfristig nicht Gutes darauf entstehen.
Und das ist eben schon auch spannend in Bezug auf das heutige System. Damit habe ich mich auch eben aus Austrian-Perspektive und geschichtlicher Perspektive schon einiges dazu gelesen, versuche mich immer weiter da reinzudenken, dass eben auch das, wenn wir es heute mal irgendwie, man könnte es eben Kapitalismus nennen. Es wird heute das System, worin wir leben, wird häufig als Kapitalismus beschrieben. Ich würde da auch wieder einhaken und sagen, naja, die Leute, die Kapitalismus wahrscheinlich beschrieben haben, würden das nicht so sehen. Die würden das eher als semi-sozialistische System mit kapitalistischem Einschlag, also sicher nicht als reinen Kapitalismus würden die das sehen, aber das ist ja dann letzten Endes auch einfach dieser Begriff. Aber einfach dieses System, das wir heute haben, eben das basierte ja ursprünglich vielleicht dann auch auf Goldgeld, versuchte man das irgendwie aufzugleisten. Aber ich denke, wenn man in die Geschichte schaut, hat man eben auch da schon immer gesehen, das war nie so ein reines gutes Geld. Da gab es dann schnell einmal irgendwelche Banken, die reingekommen sind, andere Players, die Zentralbanken, die dann auch irgendwann reingekommen sind. Und immer wieder halt diese Geldvermehrung konnte immer wieder gepusht werden. Eben, ich meine, wir lesen das schon bei Goethe. Also das hat schon dort angefangen, in dieser Zeit, wo er schreibt, in den Reflexionen und Maximen, glaube ich, schreibt er davon, wie die Geldentwertung eigentlich eben dazu führt, dass die Menschen in diesem Hamsterrad gefangen sind. Also das ist jetzt sehr, er schreibt es natürlich nicht in diesen Worten einfach nur so malerisch, wie er es sagt, aber das merkt man, dass da von Anfang an war das System irgendwo durch natürlich befleckt, wenn man so will. Und eben heute sehen wir, ich glaube, die letzten Stündchen, die von diesem System geschlagen haben. Und das ist wirklich an einem Punkt, wo wir Peak Centralization, Peak fast everything sind. Und dann merkt man, da kommt was Neues. Und eben jetzt, dass man mit Bitcoin vielleicht ein neues Fundament wieder aufbauen kann, wo, ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, wahrscheinlich sagen muss, ob jetzt das für alle Ewigkeit dann halten wird, ich weiß es nicht. Also eben, es ist auch, wir sind Menschen, Menschen haben es wahrscheinlich noch nie bis auf alle Ewigkeit auf die Reihe gebracht, aber es ist wieder neue Hoffnung, es ist wieder was Neues da, man kann wieder probieren und eben, es gibt dieses Fundament, wo ich sagen muss, im Vergleich zu vielem, was ich bis jetzt gesehen habe und eben auch aus dem System heraus, kommen ja auch immer wieder Reformvorschläge, aber die sind dann ziemlich schnell mal, merkt man, nein, die bauen noch irgendwie auf dem alten System auf, also eben Libra, so ein Beispiel, Cryptocurrency, dann merkt man, nee, das ist überhaupt nicht, weil das basiert noch auf alten Staatsanleihen, also auf Papiergeld, ist so digital umkleidet und dann gibt es andere nicht kryptobasierte Alternativen im Geldsystem und da muss man auch sagen, nee, das geht alles nicht auf, weil das ist alles irgendwie noch aus dem System heraus und Bitcoin eben ist so eine erste Sache, wo ich auch wieder sagen muss, das sehe ich, das kommt irgendwie von außen. Das ist eben auch wieder durch den Markt getrieben, nicht irgendwie mit diesen, was basiert zu einem großen Teil eben nicht auf all diesen alten Prämissen. Und da sehe ich eben deswegen dann schon noch Hoffnung zu sagen, okay, das ist jetzt mal was Neues. Eben, da kann man jetzt eine dezentrale, neue, alternative Welt aufbauen, wo man dann sagen kann, vielleicht in 20, 30, 40, 50 Jahren gibt es diese zwei Welten, die sind vielleicht gleich stark. Die eine ist ziemlich heruntergekommen, weil Bitcoin da als neuer Konkurrent eben diese auch richtig begonnen hat, in Schach zu halten. Und das, glaube ich, finde ich extrem spannend. Und dann wird sich vielleicht dann auch wieder längerfristig zeigen, ob sich da wirklich dann mal was durchsetzt. Eben da kann ich auch einfach zu wenig sagen. Das kann im Ende des Tages wahrscheinlich nur der Markt entscheiden. Eben wie das mit der Bitcoin-Hybridization und diese Dinge, wie das wirklich vonstatten gehen wird. Ja, eben, da bin ich gespannt und würde mich natürlich freuen, kann man sagen. Ja, wenn das sicher erstrebenswert, aber da weiß ich wahrscheinlich und wie alle Menschen eben wieder zu wenig, um da definitiv was zu sagen. Aber wie du gesagt hast, also dieses Fundament, ich glaube, das ist schon extrem wichtig und da haben wir sicher eine Möglichkeit mit Bitcoin, um wieder den Bogen auch zum Anfang zu schließen, eben, dass da so energisch versucht wird, dieses Fundament zu behalten. Eben so oft hat man etwas gestartet, es mit guten, hehren Ansätzen, man sagt, es sei so, so und so und dann hat man gemerkt, der Mensch, der hat sich über die Jahre, über die Monate oder was auch immer, hat sich das dann irgendwo in eine Richtung entwickelt, wo man gemerkt hat, nein, eben, da sind wieder zu viele Zugeständnisse gemacht worden, da ist wieder zu viel verwässert worden und dann kommt man wieder auf den alten Punkt. Und bei Bitcoin sehe ich das bis
jetzt eben noch nicht so stark, dass ich wirklich, oder bisweilen wahrscheinlich gar nicht, dass ich wirklich sagen muss, ja, also da haben wir auch die Chance und mir scheinen sie bis jetzt wirklich zu packen, dass wir sagen, wir wollen es nicht verwässern, wir wollen es wirklich anders versuchen. Und das ist spannend, das finde ich ganz spannend, ja. Du hast so einen Zeitraum so erwähnt, so es könnte ja sein, dass in irgendwas so in 20, 30, 40, 50 Jahren hast du gesagt, kann es sein, ich meine, oder wie was ist deine Perspektive oder deine Vision oder dein Eindruck, wenn du diese ganze ein bisschen zurückzoomst, die gesamten makroökonomischen, geopolitischen Geschehnisse zurzeit, die gerade in einer unglaublichen Geschwindigkeit und also im chaotischen Zustand schon, also, es gibt ja also meines Erachtens jetzt kein Zufall, dass es mit der Geschwindigkeit oder Langsamkeit vorangeht, wie es jetzt ist, mit dieser, was auch immer, wie man das mal nennt, im Prozess des Bitcoins oder der Hyper-Bitcoinisierung. Mhm. Würdest du es für möglich halten, dass es in den nächsten 10 Jahren, ich meine mit einem einschneidenden, mit unabhängig voneinander sich entwickelnden einschneidenden Ereignissen auf der ganzen Welt, dass sozusagen die kritische Masse erreicht wird? Ich rede jetzt nicht von 8 Milliarden Menschen, sondern nur, wir sind jetzt vielleicht bei 50 bis 100 Millionen Menschen, schätzungsweise, die Bitcoin haben oder halten, in irgendwie Berührung sind. Mhm. Hältst du es für möglich, dass wir plötzlich mit, weißt du, ganz schnell auf 200, 300, 500 Millionen Menschen? Ja, also für möglich, ich würde niemals nie sagen und solche Sachen sich ja nicht ausschließen, gerade nicht bei Bitcoin, weil er einen einfach immer wieder überrascht, also auch auf kleiner Ebene eben, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, jetzt ist die Luft draußen, dann geht er auch preislich wieder mal hoch und alle Leute sind wieder verrückt und bei anderen Sachen sowieso, in der Community wird man immer wieder überrascht mit irgendwelchen Leuten, die man so nie hinter Bitcoin hätte gesehen und dann sind die doch riesige Fanatiker und finden das spitze, obwohl das irgendwie mit ihrer Weltanschauung irgendwie doch nicht übereinstimmen kann. Also da die ganze Community und der Bitcoin selber, die überrascht einen immer wieder. Von dem her würde ich das sicher eben nicht wieder apodiktisch ausschließen. Die Frage ist für mich ein bisschen, ja eben, was ist der Trigger? Was löst das aus? Weil eben momentan, wenn die jetzt einfach so ein bisschen vor uns hin vegetieren, wie das vielleicht momentan der Fall ist, würde ich mal sagen. Es geht uns allen noch gut. Wir hören aber in den Medien immer, dass es nicht so gut aussieht. Wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, sehen wir doch auch eben, beispielsweise Sparkassen, Pensionskassen, Vorsorgekassen, die haben es nicht so gut. Das merke ich und meine Eltern bislang auch noch nicht, weil wir alle noch nicht davon zehren müssen. Vielleicht Leute im Elternalter merken das dann vielleicht wieder schneller. Also das sind so Dinge, eben, wenn da das einfach so, das Dahinvegetieren so weitergeht, dann glaube ich, wird es wahrscheinlich der Prozess nicht extrem viel schneller gehen, weil eben selbst wenn die Technologie so viel stärker sein sollte, ich bin immer noch nicht so stark überzeugt, dass die Leute dann einfach sagen, ja, jetzt switche ich hundertprozentig auf Bitcoin, weil sie einfach sagen, ja, bis jetzt eben, also oder ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, wahrscheinlich werden zentrale geführte Zahlungsnetzwerke auch dem Lightning wahrscheinlich immer noch in irgendeiner Art überlegen sein, weil es halt eben doch diese Trade-offs gibt und dann sagen die Leute, ich bin lieber bei meinem Revolut, bei in der Schweiz haben wir Twint oder einfach diesen Zahlungsdienstleistern, die halt wirklich super schnell sind. Ich kann mir halt wirklich eher vorstellen, dass es zum einen eben entweder so eine lange, langsame Entdeckung ist für immer mehr Menschen, die halt merken eben, wir sind in einem System, wo gewisse Leute benachteiligt sind, wo man es eben erst, wenn man mal genauer hinguckt, dass man es dann merkt und dass es vielleicht auch mit den Jahren immer wie drastischer wird und deswegen man nach Alternativen sucht, weil man sich einfach genötigt sieht. Oder eben, es kommt halt doch mal wieder meines Erwartens dann doch zu diesem Crash, wovon schon viele Leute reden. Ich gehe ehrlich gesagt nicht so davon aus, obwohl ich auch sagen muss eben, kein Mensch und keine Zentralbank ist in der Lage, das System so klar zu steuern, dass sie nicht irgendwann einen Fehler machen und dann gibt es einfach irgendwo ein Ventil, das platzt und dann ist die Blase wirklich hat ein Loch und geht wirklich dann flöten. Aber eben, bislang habe ich schon das Gefühl, dass alles versucht wird, um dieses wirklich kaputte, löchrige Boot noch irgendwie über Wasser zu halten und dass sie es wahrscheinlich auch noch längerfristig oder mittelfristig sogar schaffen werden mit all diesen Kartentricks, die sie da noch ab in ihren Ärmeln haben und dass es dann irgendwie eher doch so ein leichtes Verschieben ist von einfach immer mehr Leute, wo at the margin, wie man so schön sagt, eben auch wieder österreichisch gedacht, marginal, dann der marginale Bitcoin-Entdecker findet einfach
hey, das jetzige System, es dient mir einfach nicht mehr, die Kosten sind zu hoch, die Trade-offs sind zu negativ, ich gehe mal diesen Schritt und switche und oder eben beginne einfach mal 10-20% in Bitcoin zu halten, weil ich einfach denke, eben als Absicherung und solche Sachen wahrscheinlich. Also ja, also ich könnte mir irgendwie alles vorstellen, aber es hängt wahrscheinlich am Ende des Tages wirklich sehr stark von den Entwicklungen einfach sonst in der Welt ab. Ja. Und dann wäre vielleicht unter Umständen der Schmerz dann dieser existenzielle, finanzielle, vielleicht sogar soziale Schmerz dann eher zu, auch hier im Westen quasi in Europa zu fühlen. Ja, weil eben, ich denke, das sieht man ja heute schon. Bestes Beispiel ist wahrscheinlich, ich habe gerade ein spannendes Interview über Japan geführt. Die sind uns Europäer in dieser ganzen Entwicklung ja noch viel weiter voraus. Und dort merkt man nicht so einen Aufschrei, weil die Japaner war so oder so noch irgendwie ganz kulturell anders ticken und sich eher im Zimmer zurückziehen und eben nicht auf die Straße gehen. In Europa sehen wir ja beispielsweise jetzt schon in Frankreich, dass da eben die Gelbwesten, wie in den Mainstream-Medien liest man nicht so stark davon, aber wenn man auf Twitter und sonstigen Kanälen rumschaut, dann sind ja da fast jedes Wochenende wieder irgendwelche Proteste von Leuten, die einfach sagen, hey, das System, es dient mir nicht mehr, oder? Und da denke ich mir dann eben schon, dass der Leidensdruck immer wie stärker werden wird und dass es ist dann ein Schrecken ohne Ende gibt es nicht, weil es ist ein Ende mit Schrecken, weil die Leidungstoleranz der Menschen, die ist nicht ewig. Und die wird eben wahrscheinlich nur sukzessive, aber sie wird zunehmen, wenn wir da habe ich keine Zweifel, dass in unserem heutigen System diese nicht irgendwie zunehmen muss, weil auch der enorme Kapitalkonsum mit den Negativzinsen, die ja auch in anderen Ländern jetzt vor den Haustüren stehen, da sehe ich keinen logischen Ausweg daraus. Und das kann dann mit, wenn das eben Kapital aufgezehrt wird, ökonomisches Kapital durch die Zinsen, kulturell haben wir wahrscheinlich momentan auch eine starke Kapitalzerfall und ein Kapitalkonsum, werden wir eben immer wie stärker merken, weil dann sind wir wieder bei Hoppe, dann haben wir diesen Zivilisationsschritt, den wir immer wie stärker hochgegangen sind, indem wir dann noch mit starkem Geld und mit Savings und Ersparnissen das wirklich halt hochskalieren können, den gehen wir jetzt langsam wieder herunter. Und irgendwann kommt die Schwelle, wo der Leidensdruck zu stark ist und dann vielleicht die Bitcoin-Hyper- oder Hyper-Bitcoinisierung. Also wäre dann wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, ja. Mhm. Du, ja, also ich denke, wir wünschen uns alle kein Chaos, ja, also keinen so einen scharfen Schnitt quasi. Und darum, also ich sehe Bitcoin als genau, das ist der Schlüssel zum Übergang, das ist die Transition quasi. Wir brauchen wirklich jetzt nicht... Wir haben auch keine Zeit irgendwie für irgendwelche Demonstrationen, Revolutionen, Occupy this, Occupy das. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Fulbright oder Fullerton hat gesagt, es ist eine Energie- und Zeitverschwendung, so auf die Art, ich paraphrasiere das jetzt, gegen bestehende Systeme anzukämpfen. Wir sollten eher neue Strukturen schaffen, damit die alten obsolet werden. Und genau das ist jetzt schon passiert. Und, ja. Oder? Also. Ja, völlig. Also das finde ich auch so spannend. Das habe ich mal im Bild gesehen, vielleicht so ein Meme. Vielleicht hast du das auch schon gesehen. Da sieht man Linksanarchisten, die da die Scheiben einschlagen, protestieren, Occupy Wall Street. Und dann sieht man rechts so ein Bitcoin und dann steht unten so ganz klar, real anarchists, they create, they don't destroy. Und das bringt es für mich auch sehr stark auf den Punkt, eben dass das Nick Carter hat vor einigen Tagen ja auch gerade diesen Artikel veröffentlicht. Also Sehr gut. Exzellent. Ja, super, exzellent. Ja, ist sogar auf Deutsch übersetzt worden mittlerweile. Sogar schon, okay, ja. Sehr gut. Ja, weil also eben, er ist für mich auch ein super Denker, mit ihm bin ich auch immer stark in Kontakt und da habe da schon einiges von ihm gelernt. Ich habe jetzt auch ein Interview mit ihm, dass es dann bald rauskommen wird. Also sehr spannend und eben das finde ich auch so, diese Peaceful Revolution, also Bitcoin, auch Eric Voorhees hatte mal einen Artikel, wo er gesagt hat, Bitcoin ist der Kampf eben nicht mit dem Schwert, sondern mit dem Bleistift, mit der Schrift, mit dem Code, oder? Und das sind für mich alles so starke Boten, die klar zeigen, hier findet eine Revolution statt, eben nicht so, wie man sie sich gewöhnlich ausdenkt. Und wie du gesagt hast, diese Transition Phase, die hat Bitcoin sicher eingeläutet. Ich gehe fest davon aus, dass Post-Kapitalismus oder Post-Satoshi-Kapitalismus wird ganz anders aussehen, als dass wir noch den Kapitalismus vor Satoshi kennen. Und da glaube ich eben schon auch, dass da Bitcoin so viel dazu beitragen wird. Und das ist einfach spannend. Und eben auch
trotz den allen negativen Noten, wo wir auch in der Bitcoin-Community immer wieder hören, dass das eben bestehende System, das steht vor dem Abgrund und all diese Dinge, es ist auch einfach spannend, heute in dieser Zeit dennoch zu leben. Also ich würde mich doch auch trotz all diesen Noten als Grundoptimist sehen und einfach sagen, hey, es gab wahrscheinlich nie eine bessere und spannendere Zeit zu leben. Also wahrscheinlich schon, aber einfach, ich finde, es ist so spannend heute und da geht noch so einiges und von dem her können wir eigentlich auch nicht klagen und eben doch aber auch dann uns sicher nicht ausruhen auf all diesen Dingen, die wir haben. Das ist so diese Balance zu finden, das ich auch immer extrem spannend finde, wie bei allen eben, immer Erkenntnis suchen, eben einfach immer diese Balance, oder? Und die ist mit Bitcoin auch wieder besser möglich, eben genau im finanziellen, im gesellschaftlichen, wegen der Alternative, die wir schon besprochen haben, ja. Wir leben wirklich in sehr aufregenden, spannenden und ich würde mal sagen, evolutionären Zeiten. Ich glaube schon, dass das Bewusstsein, das Wissen, diese auch vielleicht durch die Schmerzen, durch das Leid, das sieht man oft auch jetzt schon, ja, in verschiedenen Ländern, wenn die Not steigt, wenn das Leid und der Schmerz steigt, dann wird aus dieser, wie sagt man da, macht man aus der Not eine Tugend. Ja, ja genau. Oder man wird kreativ, man anstatt andere zu kopieren, kreiert man. Das passiert jetzt übrigens auch im Iran. Ich mache keinen Hehl draus, kein Freund dieses Regimes, aber mir geht es um die Menschen dort, um die, weiß nicht, 70, 80 Millionen Menschen. Und man muss ihnen schon lassen, also die Weisheit haben sie die letzten 3-4 Jahrzehnte gehabt, wissenschaftlich, technologisch, medizinisch unglaubliche also Vorsprünge, sag mal da, Entwicklungen durchzumachen. Ja. Und ich genauso wie gesagt, zum Thema Bitcoin wieder zurückzukommen, da geht es wirklich um das Fundament, um das Gewebe unserer Zivilisation. Ja, da geht es um Wertkreierung, Werterhaltung, Tauschmittel, Verrechnungseinheit, wie auch immer, also diese monetären Phasen durchlaufen. Ja, klar, ja. Und ich finde das auch spannend, eben in Bezug auf die Zivilisation und diese Art und Weise, wie du jetzt von den Entwicklungen gesprochen hast. Ich hatte Tour de Mesta ist dir sicher auch ein Begriff. Ja. Also auch ihm habe ich kürzlich noch gesprochen und ein Interview geführt. Und er hat auch wieder ganz was Spannendes gesagt. Eben Bitcoin als irgendwie, er hat so genannt, eine Art Potential Purchasing Power Energy, die irgendwie gestored wird und die man irgendwann dann sozusagen freilassen kann. Oder? Also dieses Potenzial dieser gespeicherten Energie in Form von Savings, eben das haben wir auch angesprochen mit den Hoardings, das ja vor Bitcoin wirklich des Teufels war oder heute noch immer, auch in der ganzen Geschichte, immer der Kampf gegen das Horten, das war immer der größte Kampf von allen Zentralplanern, weil das halt einfach eben völlig ihrem Businessmodell, wenn man so will, von der Geldschöpfung zuwiderläuft. Und das auch so spannend, da kann man jetzt dagegen nichts tun. Und was das dann für Konsequenzen hat und noch haben wird, das ist auch wahrscheinlich etwas, wo ich extrem mich darauf freue und einfach glaube, da eben, wenn dieses Potenzial dieser gesicherten Energie, wenn der Bitcoin-Preis dann wirklich auch nochmal steigen sollte und all diese Dinge, was da dann noch möglich ist, also auch das wieder schöpft irgendwie oder verspricht einem Mut oder und glaube ich, Zuversicht für die Zukunft. Also auch das extrem spannend. Ja, Pascal, wir haben noch, würde ich sagen, 10, 15 Minuten, wo ich noch einfach dich mal frei, was ist so deine Wahrnehmung, deine Beobachtung, wo siehst du noch viel, viel mehr Potenzial, was beobachtest du gerade, was ist so deine Wahrnehmung zurzeit, wie geht es jetzt weiter? In Bezug auf den Transformationsprozess quasi auf allen Ebenen mit Bitcoin. Ja, also eben, also aus technischer Sicht, da bin ich natürlich jetzt nicht allzu nahe dran, weil mich schon immer mehr auch die ökonomischen Aspekte interessieren und eben, es ist auch da, sieht man wieder, es sind extrem große Trade-offs, denen, wenn man alles irgendwie verstehen will, es geht einfach nicht. Man muss sich irgendwann auf was fokussieren und dann irgendwelchen Leuten auch halt doch auch wieder vertrauen, eben auch da teils, wo ich dann auch von außen wieder angesprochen wird, ja, Bitcoin ist nicht, es soll ja trustless sein und du musst ja auch diesen Developern vertrauen und all diese Dinge, wo ich dann sagen muss, ja, das ist halt einfach faktisches Menschsein und da musst du dich aber doch mal mit Bitcoin befassen, weil es ja auf vielen eben doch vertrauensminimierend ist, aber natürlich nicht auf allen und diese Dinge, also eben, ich bin vor allem an den ökonomischen Themen dran und da glaube ich eben, sehe ich ein brutales
Potenzial oder eben, das haben wir jetzt alles ausgeführt, einfach, dass da so viel für Bitcoin spricht und einfach allgemein auch dann eben wahrscheinlich noch für Gold und all diese, sag ich jetzt mal, knapperen Assets, die halt in einer Welt, wo alles irgendwie im Überfluss vorhanden ist, ist das auch schon wieder das pure Gegenteil und schon aus diesem Grund wieder interessant. Aber eben, ich habe ja auch ein bisschen mit Leuten zu tun, die da auf der Developer Phase sind und was da alles so kommt, das, ich glaube, das ist noch enorm und wird, da wird auch einiges getan. Also in meinem Buch habe ich auch dieses Kapitel beeinflusst durch Antonopoulos, Andreas und Staticus, auch er ist auf Twitter unterwegs, kommt aus der Schweiz, zu diesem Permissionless Innovation, also die erlaubnisfreie Innovation, eben die Bitcoin auch einfach ermöglicht hat, dass man vorhin eben immer um Erlaubnis fragen muss. Das beste Beispiel ist wieder Libra oder was man überhaupt was machen kann. Bitcoin hat es einfach gemacht, oder? Und auch all diese Entwickler, die da jetzt einfach kommen und sich sagen, hey, ich kann da wieder was machen. In der alten Welt arbeite ich vielleicht noch für ein Zombie-Unternehmen, wo ich den Sinn eh nicht mehr sehe, weil das Unternehmen auch keinen Sinn mehr stiftet, weil es nur noch von irgendwelchen billigen Krediten lebt und all diese Dinge. Und dann findet hier auch wieder eine Abwanderung statt, wo Leute in Bitcoin und ich sage jetzt mal Krypto Netzwerk abwandern und eben da extrem neue Talente und Potenziale verwirklicht werden. Und das ist extrem spannend und deswegen eben einfach konkrete Beispiele. Ich denke, bei Lightning wird doch sicher einiges noch gehen, auch in Zukunft. Gerade heute, vielleicht hast du es auch gesehen auf Twitter, auch ein Kollege von mir hat diesen Bitcoin Lightning ATM Prototype gebastelt. Mhm. Also das ging auch heute auf Twitter um, wo er, da kann man Münzen reinwerfen und dann werden... Ja, habe ich gesehen, ja, okay. Satoshi angezeigt, das ist eben Matthias, ein Kollege von uns, auch aus der Schweiz und das ist einfach eben, was die Leute da tun, mit irgendwelchen Pappkarton hat er da das zusammengestellt, aber einfach klasse, oder? Und da fängt mit einem kleinen an, also in 3-4 Jahren haben wir wahrscheinlich dann wirklich hochtechnologisch einwandfreie Bitcoin Lightning ATMs, weil er hier wieder eine Vorreiterrolle eingenommen hat oder und andere Leute dann durch das wieder inspiriert werden und eben diese erlaubnisfreie Innovation, wo wirklich einfach so viel möglich wird, weil auch geteilt wird, eben das ist auch eine Diskussion, die Bitcoin hier wieder so stark aufgebrochen hat. Früher in den Austrian Circles immer diese Patentdiskussion mit Intellectual Property und wenn man keine Patente hat, dann gibt es keine Innovation und ich war da auch immer hin und her gerissen, aber heute mit Bitcoin, das zeigt sich einfach so stark, dass viele dieser Argumente, wir sind so einfach wieder durch die Praxis widerlegt, weil da passiert so viel und die Leute schauen sich die Sachen ab und finden irgendwie sonstige Wege, das Ganze zu monetarisieren und der Mensch ist so einfallsreich und findet eben immer seine Wege und das ist so spannend, auch da hat er wieder was aufgebrochen und da glaube ich eben passiert wahrscheinlich technologisch schon auch noch einiges, eben vor allem im Ökosystem drin. Und dann eben wahrscheinlich einfach auch Leute, die abwandern, weil beispielsweise im alten System wieder keine Zinsen gezahlt werden. Das ist das, was ich immer öfters höre, jetzt auch von Freunden. Ich selber habe da natürlich jetzt teilweise auch noch ein bisschen mit Ethereum und diesen DeFi-Sachen experimentiert, weil mich das einfach auch grundsätzlich interessiert und ich mich dem nicht per se verschließen will. Habe mir das mal ein bisschen angeguckt, bin mir aber wahrscheinlich den Risiken und den Trade-offs auch da wieder bewusst, denke aber auch, dass in Zukunft wahrscheinlich Bitcoin, wenn da vielleicht mal noch eine Smart Contract oder ich sage jetzt mal eine programmierbarere Zusatzlayer kommt für Bitcoin, Rootstock ist ja da im Gespräch und diese Dinge, dass da dann auch wieder so viel noch gehen kann, dass man eben plötzlich für Zinsen in Protokoll investieren kann und dann nachher wird das Lending und Borrowing einfach über das Protokoll gehandhabt und eben, das sind so Sachen. Und die Transparenz vor allem, diese, ja, die gesteigerte Transparenz, ja. Genau, dass die so stark da ist. Alle Schichten durchziehen. Ja, und das sind eben auch Sachen, wo ich jetzt persönlich zum Beispiel eben Ethereum auch wieder wertvoll finde, dass sie diesen Weg gehen, das versuchen und vielleicht wird das auch irgendwo scheitern. Ich bin da teilweise auch wieder mit Bitcoin-Maximalisten, die Punkte haben, aber muss dann auch wieder sagen, ja, aber doch irgendwo die Offenheit finde ich spannend. Das wäre auch wieder für mich typisch österreichisch zu sagen, eben, hey, wir wissen es nicht, wir müssen diese Demut behalten, um einfach zu sagen, es kann was daraus werden. Mhm. Aber eben, dass da solche Dinge, also ich glaube, da kommt einfach noch so vieles, wo wir uns nicht bewusst sind. Und das ist ja das Spannende, dass es eben teils auch auf der technologischen Ebene, trotzdem, dass alle immer sagen, es sei alles so langsam,
wenn man es aus der Vogelperspektive betrachtet, 10 Jahre sowas geschaffen zu haben, was heute existiert, das ist einfach, das ist unglaublich. Also da kann man gar nicht sagen, das sei zu langsam oder der Bitcoin würde es sich nur langsam bewegen. Und nee, also das ist nicht so. Weißt du, Pascal, dieser Podcast oder mein YouTube-Video dient ja, ja, wie viele andere auch, wie Stephen Levera, Peter McCormick, einfach nur der Wissensvermittlung, Education, edukativ. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass wir ein bisschen noch Fokus, Konzentration und engere, sagen wir, Kommunikationsaustausch brauchen, auf allen Ebenen, ja, von UX, UI-Designern bis hin zu Produktentwicklern, Codern, Programmierer, Entrepreneurs, der Fokus quasi auf die, nicht nur Wissensvermittlung, sondern auf die Benutzerfreundlichkeit, gesteigerte Benutzerfreundlichkeit, also die Simplizität, also das Herunterbrechen der Sprache auch und die Bedienbarkeit der Applikationen, der Software für, ob das jetzt jüngere oder ältere Generation ist, dass wir da ein bisschen mehr hinarbeiten sollten, oder? Ja, eben, ich denke sicher, die Frage für mich ist da halt einfach immer ein bisschen, das ist ja am Ende des Tages, sollte das auch eine Arbeitsteilung sein, eben wie das so häufig der Fall ist, dass natürlich technisch begabte Leute sich nicht ellenlang dann mit Leuten, wie ich sage, mir und anderen herumschlagen müssen in endlosen Gesprächen, weil das zeigt sich ja auch, je mehr Leute man an einen Tisch holen will, desto weniger kommt man dann effektiv zu irgendwelchen Entscheidungen und das ist halt auch so ein bisschen das Paradoxon in dem Ganzen drin und deswegen würde ich mal sagen, ja, nee, die Techies und die technisch begabten Leute, lass die einfach machen, aber eben, ich meine, Education und all diese Dinge, das ist sicher, das ist extrem wichtig, ich mache mir jetzt da nicht so Sorgen, dass das eben, es hat sich ja immer gezeigt, wenn was Neues ist, dann sind zuerst dieser Schlag von Mensch, der sich da dem angezogen oder durch das angezogen fühlt und irgendwann kommen dann mehr Menschen, dann sind eben vielleicht mal Leute drin wie ich, Journalisten, die jetzt vielleicht eben über das Verständnis sorgen können, dann kommen dann mehr Grafiker rein, die sagen, hey, jetzt habe ich es verstanden, jetzt muss es aber noch besser aussehen und ich denke, die ganze Kommunikation und Interaktion eben über all diese Dinge, wie es heute gibt, das kann forciert werden, aber eben, ich denke auch, es kann dann irgendwo durch auch überforciert werden und das artet dann in zigtausenden von Konferenzen aus, die wir auch in der Schweiz hatten und wir waren selber auch schon dort, wo ich angestellt bin, Mitveranstalter von solchen Konferenzen. Wir haben einfach gesehen, da wird dann teilweise einfach nur noch eine Konferenz geschaffen, damit eine Konferenz geschaffen worden ist. Und ob die dann noch wirklich was dazu beigetragen hat. Also der Grenznutzen war wahrscheinlich ziemlich klein schon, um es ökonomisch zu sagen. Und von dem her, ja, also ist für mich so ein bisschen, da habe ich jetzt nicht meine großen Bedenken zu. Eben auch wenn ich auf Twitter Leute sehe, die wieder darüber sich aufregen, dass die UX einfach noch nicht stimmt. Also dann sage ich für mich persönlich dann lieber wieder, okay, ja, ich akzeptiere das jetzt. Und dann so wie gestern sitze ich mit meinem Kollegen hin, der mir gesagt habe, hey, ich möchte es verstehen. Bin ich halt 2 Stunden da gesessen, habe ihm versucht, alles zu erklären, mit den Hard Wallets alles aufgesetzt und dann, ja, versuche ich ihn so an das heranzuführen, weil ich eben auch denke, klar ist es nicht für jedermann, das stimmt, aber wenn man natürlich von dieser Seite kommt und man sich mal ein Hard Wallet und all diese Dinge damit befasst hat, dann versteht man das Ganze wieder viel besser, was das bedeutet. Und eben bei der Krypto- und Bitcoin-Bewegung ist es für mich ja teils eben auch, dass man die eigene Souveränität und die eigene Selbstverantwortung wieder an sich ziehen kann und das bedingt halt dann einfach teils mehr Arbeit und vielleicht eben weniger UX, weil mit mehr UX kommt halt dann wieder der Trade-off, dass vielleicht die Security und die Selbst-Sovereignty wieder eingeschränkt ist und deswegen bin ich dann teils gar nicht so schlimm, wenn ich sagen muss, hey, lieber eben mehr Selbstverantwortung, mehr Selbst-Souveränität und dafür ein bisschen weniger UX, aber eben, also das sind sicher Trade-offs dafür, wo jeder für sich selber wieder entscheiden muss, aber ich eben auch nicht so Angst habe, dass ich da nichts tun werde. Mhm, schön gesagt. Gibt es noch irgendetwas, was dir wichtig erscheint, was unsere Zuhörerinnen wissen sollten oder sich damit befassen sollten, oder lesen sollten oder sich anschauen sollten oder abgesehen ist von dem Twitter- und Blogger-Site, die ich da in die Shownotizen einfügen werde? Mhm. Nee, also eben, also ich habe jetzt nicht spezifisch, ich würde sie einfach sonst selber
ermutigen, einfach auf der Suche nach Erkenntnis eben von nichts zurückzuschrecken. Es gibt wirklich so viel, wenn man effektiv danach sucht in den unterschiedlichsten Sprachen. Und eben ich selber liebe den Austausch extrem. Und also falls auch einer deiner Zuschauer und so irgendwelche Fragen hat zu Themen, eben weil ich halt schon auch viel lese, große Bibliothek, all diese Dinge, teils vielleicht auch das Glück habe, mir die Sachen teils sehr gut merken zu können, wo kann ich was wieder nachlesen, wo muss ich was zücken. Also wenn da jemand auch eine Frage hat, ungeniert einfach melden. Eben, ich liebe es, Auskunft geben zu können, zu diskutieren und dann eben einfach immer weiterlesen, weiter studieren und die Sachen. Weil man ist wahrscheinlich nie am Ende. Also das ist schon, man, gerade bei Bitcoin merkt man, wenn man heute was verstanden hat oder eine Antwort auf eine Frage erhalten hat, kommen damit wieder 3, 4 neue Fragen. Und es auch die, das kennst du sicher auch die Liste von Literatur und Büchern, die nimmt exponentiell zu. Also mit jedem Buch kommen wieder 3, 4 neue Bücher dazu. Und das ist auch, und auch, aber trotzdem in dem Ganzen halt dann nie irgendwie, also nie resignieren und irgendwie das Gefühl haben, oh, jetzt das hatte ich teilweise auch so ein bisschen, oh, ich werfe alles hin, irgendwie bringt das doch gar nichts mehr und am Ende des Tages ist alles nur ein Hauch. Ja, kann man haben, so eine Haltung, aber ist wahrscheinlich auf die lange Frist dann auch wieder nicht zufriedenstellend. Mhm. Also einfach eben, wenn wer was wissen möchte, ungeniert melden, das bin ich immer offen, ich freue mich über jeden. Jede Frage und jedes Statement, ja. Ja, na dann machen wir das so, Pascal. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht in absehbarer Zeit, in naher Zukunft auch so Panel-Discussions, so gemeinsame Diskussionen mit anderen Bitcoin-Realisten, Maximalisten oder ausländischen Ökonomen gemeinsam führen können. Ich glaube, das wäre auch ein ganz fruchtbarer Austausch, auch ein guter Lernprozess, einfach zuzuhören für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen zu vielleicht ganz speziellen Themen, Deutsch, ja. Englisch. Ja, also vor allem Deutsch wollte ich gerade erwähnen. Also auf Englisch gibt es teilweise schon extrem viel. Eben mit dem Buch haben wir uns halt einfach auch gesagt. Also ich persönlich muss auch sagen, im Deutschen habe ich noch nicht so viel Gutes auf eine, ich sage jetzt mal auf 200 Seiten kondensiert gelesen. Und deswegen habe ich mir dann eben auch die Mühe und die Aufgabe genommen, dieses Buch zu schreiben. Aber von dem her denke ich, vor allem im Deutschen ist das natürlich sehr sinnvoll. Na dann herzlichen Dank, Pascal, dass du deine Gedanken und Wissen geteilt hast. Sehr, sehr spannend. Ja? Und bis zum nächsten Mal. Ja, ja genau. Und dir auch eine schöne Woche und besten Dank, dass du das machst und dass du mich auch eingeladen hast. Also gute Arbeit. Keep it up. Meine Freunde. Meine Freude. Dankeschön, Pascal. Bis bald. Ciao, ja? Grüß nach Wien. Bist du in Wien? Tschüss. Ja. Ah, sehr gut. Ja, ich bin wahrscheinlich auch bald mal wieder in Wien. Vielleicht können wir uns ja dann auch mal. Dann lass es mich wissen. Super. Dann bis bald. Ciao. Tschüss. Welcome to the podcast show by Kevan Davani, the Total Connector, Total Bitcoin, Austrian Economics, the hardest and scarcest money ever created in human history, Bitcoin.